Liebe Leute, das ist das 38. Grußwort hier aus der Nikolauskapelle. Ich widme das Grußwort allen Menschen, die im Gastgewerbe arbeiten. Ich widme es dem Domenico und der Giusi, der Lisa und dem Benedikt, dem Fabio, der Isabel, dem Martin und all den anderen Menschen, die in einer Beiz arbeiten und die es im Moment besonders schwierig haben. Ich sage Beiz und ich meine damit Kaffee, Restaurant, Hotel, überall dort, wo man reinkommen kann und hinsitzen und wo man etwas zu essen und zu trinken kriegt und man kann bleiben. Das Wort Beiz kommt vom hebräischen Wort Bet. Und Bet heisst einfach Haus. Im antiken Orient sind alle Leute, die ein Haus besessen haben, aufgefordert gewesen, gastfreundlich zu sein. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wieso wir heute Beiz sagen, weil es etwas mit Gastfreundschaft zu tun hat. Natürlich ist es heute nicht mehr genau gleich wie im antiken Orient. Es ist ein Gewerbe, man verdient Geld damit. Aber auch heute. Ich merke sehr genau, wo ich als Gast willkommen bin und wo nur mein Geld willkommen ist. Beizen sind wichtige kulturelle Orte vom Zusammenkommen. Ganz ähnlich wie Kirche. Ich finde es etwas vom Schönsten, an einem Sonntag einen Gottesdienst zu haben und nachher mit der ganzen Familie in eine Beiz zu gehen und ein gutes Mittagessen zu geniessen. Nach einer Taufe, einer Konfirmation, einer Hochzeit, einer Beerdigung geht man alle zusammen in die Beiz und feiert dort weiter mit Essen und Trinken. Das ist eine gute Tradition. In vielen Religionen ist das gemeinsame, versöhnte Essen Ausdruck und Inbegriff vom Segen und vom Frieden, vom Besten, was das Leben zu bieten hat. Grüezi Gott, Sie alle. Grüezi Gott, ganz besonders alle die im Gastgewerbe arbeiten. Amen.